Guten Tag, herzlich willkommen bei Planmeet GmbH. Mein Name ist Beate Gärtner-Stumber, ich bin die Enkelin des Erfinders Stefan Dehny und ich möchte Ihnen zeigen, wie leicht Ihnen die Arbeit mit dem Pneumatron 200 von der Hand gehen kann. So, wenn Sie den Pneumatron zum Testen bekommen, kriegen Sie einen großen Karton, meistens wird das mit DHL geliefert. Packen Sie einfach erstmal alles in Ruhe aus. Da ist ein Poster dabei, den können Sie in Ihrer Praxis aufhängen. Wir haben Flyer dabei, den können Sie mit Ihrem Praxisstempel versehen. Da liegt natürlich eine Gebrauchsanweisung nochmal dabei und ebenfalls das Handbuch zur pneumatischen Pulsationsmassage, wo auf jede einzelne Glocke nochmal eingegangen wird. Das zeige ich Ihnen aber auch gleich nochmal. Dann haben wir hier unseren Ständer. Dieses ganze Zubehör, was dabei ist, ist wie quasi auf einem Tablett. Deswegen greifen Sie das ein bisschen weiter unten, dass Sie den Boden greifen, weil das einfach so locker aufliegt, sonst würde Ihnen vielleicht alles rausfallen. Das ist das ganze Zubehör, was Sie hier sehen. Da zeige ich Ihnen gleich. So, hier sehen Sie alles ausgepackt, was wir Ihnen mitgeschickt haben. Beim Pneumatron selber setzen Sie einfach diesen kleinen Filter hier ein und drehen den Adapter fest. Elektrische Zuleitung natürlich, die wird hinten dran gemacht. Das ist hier. Hinten wird das fest einfach reingesteckt und dann natürlich in die Steckdose. Und hier ist auch der Anschaltknopf. Hier sehen Sie den Glockenständer. Dabei geliefert werden auch solche kleinen Füßchen. Die sind magnetisch, die können Sie hier festmachen, wenn Sie das auf eine gerade Fläche stellen möchten. Das ist eine Möglichkeit. Sinnvoll ist es jedoch, den direkt am Pneumatron zu befestigen. Hier sind zwei so kleine Löcher und hier sind solche Stiftchen. Da können Sie das einfach einhaken und dann ist das schön aufgeräumt. Das Anschließen der Glocken ist ganz leicht. Einfach den Schlauch auf den Adapter stecken und die andere Seite auf die Glocke. Ob Sie das so rum machen oder dabei andersrum, spielt keine Rolle. Also sehr einfach in der Anwendung für Sie. Dann haben wir hier unsere Zeituhr. Wenn Sie auf Plus gehen, können Sie minutengenau die Zeit einstellen und somit auch minutengenau abrechnen. Ich stelle jetzt einfach mal 15 Minuten ein. Haben Sie zu viel eingestellt, gehen Sie hier auf die Minustaste. Wir bleiben bei unseren 15 Minuten und gehen dann einfach auf Start. Wir haben jetzt hier die Intensität, die sich stufenlos regeln lässt, von minus 0,1 bar bis minus 0,8 bar eingestellt. Die geringste Stufe bedeutet immer eine zur Lymphdrainage oder bei empfindlichen Partien. Wenn Sie meine Hand ansehen, ich lege jetzt die Glocke nach hinten drauf, meine Hand ist ungefähr so dick wie meine Rückenmuskulatur und so können Sie schon mal sehen, wie das in die Tiefe geht, bei Stufe Minimum. Entsprechend, wenn Sie höher drehen, kommen Sie in den Massagebereich. Das ist individuell verschieden, je nach Patient, je nach Indikation. Hier sehen Sie den Pneumatron im Einsatz. Sie sehen, wie leicht mir das von der Hand geht. Sie dürfen mit dem Pneumatron auch auf der Wirbelsäule arbeiten, da Sie keinerlei Druck ausüben. Und schon noch ein paar Mal hoch und runterfahren der Glocken, sieht man eine angenehme Durchblutung. Ich arbeite jetzt hier mit dem Einzelschlauch, jetzt arbeite ich mit dem Doppelschlauch und den beiden Silikonglocken. So können Sie auch über den Haaren arbeiten und das ist weltweit einzigartig, weil gerade da viele Verspannungen sitzen. Einfach so ein bisschen in die Haare einwuscheln und erreichen somit Partien, Körperpartien, die händisch sehr schwer zu erreichen sind. Hier sehen Sie die Anwendung mit dem Doppelschlauch und den großen Silikonglocken.
die sich schön anschmiegen an die einzelnen Körperpartien. Wenn Sie nicht möchten, dass sich das so anschmiegt, haben wir Ringe, mit denen wir das feststellen können. So sehen Sie, dass die Glocken ihre Form behalten und dass man großflächig damit arbeiten kann. Um den Fixierring an der Glocke zu befestigen, legen Sie diese auf eine feste Unterlage, nehmen den Ring und stülpen ihn einfach über die Glocke. Herausnehmen können Sie den Ring einfach, indem Sie die Glocke leicht anziehen und wieder abnehmen. Und hier sehen Sie die Anwendung mit dem Viererschlauch. Hier sehen Sie die Anwendung auf dem Bauch mit den großen Silikonglocken. Ebenso eignet sich sehr gut zur Bauchstraffung. Auf dem Bauch wie auf dem Rücken empfiehlt es sich, ein Öl herzunehmen, damit die Glocken besser gleiten und es ist auch angenehmer für den Patienten. Wichtig ist, dass der Patient vor und nach der Anwendung mit dem Pneumatron sehr viel trinkt. Die Durchblutung wird sehr stark angeregt. Der Stoffwechsel wird angeregt, Verklebungen werden gelöst und diese müssen natürlich auch entsprechend transportiert werden. Bei der Kniebehandlung empfiehlt es sich, den Patienten etwas erhöht hinzusetzen und den Patienten anzuweisen, die Knie leicht zu bewegen. So wird die Osmose in den Gelenken angeregt und Nährstoffe können besser transportiert werden. Bei der Narbenbehandlung empfiehlt es sich, so zu arbeiten, dass Sie die Verklebungen lösen können. Es genügt 1 bis 2 Minuten und anschließend können Sie auf die Narbe direkt gehen. Wichtig ist, dass die Narbe komplett geschlossen und verheilt ist, dass die Fäden gezogen sind und dass Sie das nicht natürlich auf frischen Narben machen. Je nach Narbe können Sie mit diesen Glocken arbeiten oder auch schwerer zugänglichen Stellen der Narben, zum Beispiel am Knie und an Gelenken, können Sie auch sehr gut mit diesen Silikonglocken arbeiten. Bei kleineren Narben genügt es auch mit dem Einerschlauch. Es kommt immer drauf an. Gut anzuwenden ist der Pneumatron auch im Gesicht, in der Kosmetik, ebenso wie zum Beispiel bei Bruxismus. Und ebenso bei den Nasennebenhöhlenentzündungen und Stirnhöhlenvereiterungen. Danach richtet sich auch die einzelne Glocke, je nachdem, welchen Bereich man bearbeitet. Wenn Sie im Gesicht arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie eine geringe Einstellung haben. Es soll für den Patienten angenehm sein und er gibt Ihnen ohnehin immer ein Feedback. Ganz auf. Ja. Die 7er Silikonglocken eignen sich hervorragend, um verkrampfte Gesichtsmuskulatur zu lockern. Ebenso sind diese Glocken die sanftesten von allen, die sich sehr gut auch bei Fibromyalgie-Patienten anwenden lassen. Durch den breiten Rand, auch für Kinder sehr gut geeignet und zur Lymphdrainage. Bei der Gesichtsbehandlung empfiehlt es sich, erst die Venenwinkel zu öffnen und mit der Lymphdrainage zu beginnen. Dies passiert auf der Stufe Minimum. Lymphdrainage ist immer auf der Stufe Minimum. Es genügt ein paar Mal, die Venenwinkel abzukreisen und sich dann langsam
fortzuarbeiten. Teilen Sie sich das Gesicht quasi in drei Teile ein und arbeiten von der Mitte des Gesichtes an den Rand bis zu den Ohren und ziehen somit oder bewegen die Lymphe in Richtung Körpermitte zum Abfluss. Bei der Zellulite-Behandlung aktivieren Sie die Lymphe in der Leiste und arbeiten dann, dritteln das Bein quasi wieder und arbeiten sich langsam vor. In der Handtherapie eignen sich am besten die Dreier Silikonglocken. Wenn Sie diese ein wenig zusammendrücken, können Sie die einzelnen Fingergelenke bearbeiten. Ebenso bei Carpaltunnelsyndrom. Ebenso dazu legen wir Ihnen die Triggerpunktglocke. Sie können händisch oder mit den Säuserstäbchen die einzelnen Triggerpunkte absuchen. Angenommen, wir hätten hier einen. So drücken Sie mit 3 bis 4 Kilo und Maximumstufe auf den einzelnen Triggerpunkt drauf. 3 bis 4 Kilo, das können Sie auf der Waage ausprobieren und dann mal drücken, dass Sie ein Gefühl bekommen, wie viel das ist. Und bleiben eine Minute maximal auf dem einzelnen Punkt. Oder auch schon vorher können Sie abgehen, wenn der Patient Ihnen ein Feedback gibt, ob es besser oder schlechter wird. Maximal eben nur eine Minute, damit der Schmerzpunkt nicht überreizt wird. Das ist die Triggerpunktglocke. Geben wir Ihnen dazu Glocken, die einen roten Punkt haben. Diese Glocken mit dem roten Punkt haben ein Spezialventil. Und Sie können wie beim herkömmlichen Schröpfen diese aufsetzen und abkuppeln. Das gibt es in diesen drei verschiedenen Größen. Ebenso gibt es noch das Zubehör für den Permanent-Vakuumschlauch. Das ist der einzige Schlauch, der auf der einen Seite diesen Adapter hat, den Sie schon kennen, und auf der anderen Seite allerdings einen zum Schrauben. Diese Glocken werden einfach aufgeschraubt. Sie sehen ebenso ein kleines Loch, was Sie mit dem Daumen verschließen. Der Permanentschlauch eignet sich hervorragend zur Faszienbehandlung. Einfach mit dem Daumen das Loch zuhalten und wenn Sie lösen wollen, einfach wieder loslassen. Sie sehen, wie schnell die Rötung da ist. Es gibt als Zusatz noch den Pneumatron-Therm. Da haben Sie die pneumatische Pulsationsmassage in Verbindung mit Wärme. Die Wärmeglocken werden wie die anderen einfach angesteckt, speichern die Wärme 5 bis 7 Minuten und intensivieren die pneumatische Pulsationstherapie noch durch Wärme oder, sie können auch in den Kühlschrank gegeben werden, durch Kältereiz. So, hier sehen Sie, was alles zum Pneumatron 200N Standard gehört. Ein Einzelschlauch, ein Doppelschlauch, zwei Set Acrylglasglocken und zwei Silikonglocken in 13 cm. Zum Pneumatron 200N Standard Plus
gehört der Pneumatron, ein Einzel- und ein Doppelschlauch, zwei Satz Acrylglasglocken, zwei Silikonglocken 3 cm, zwei Silikonglocken 13 cm, die zwei Fixierringe und der Glockenständer. Die Variante Pneumatron Comfort, bestehend aus dem Pneumatron Standard, dem Gerätewagen, dem praktischen Gerätewagen, der fahrbar ist und wo Sie sehr viel Zubehör unterbringen. Auch hier, zum Beispiel für unsere Reinigungstücher, auf die gehe ich nachher noch näher ein. Dem Pneumatron Therm natürlich. Die zwei Handgriffe für den Therm. Drei verschiedene Größen für die thermische Anwendung. Die anderen drei sind hier in der Doppelausführung, sind im Pneumatron-Therm schon drin. Ein Einzelschlauch, ein Doppelschlauch, ein Viererschlauch, entsprechend viele Fixierringe und große Silikonglocken, sowie die 7er Silikonglocken, die 3 cm, die 1,6 und für die Narbenbehandlung die ovalen Glasglocken und auch für die Gesichtsbehandlung die Glasglocken in 6 mm. Was die Reinigung der Acrylglasglocken betrifft, wenn Sie mit Ölen arbeiten, empfiehlt es sich einfach unter fließendem Wasser, diese mit etwas Spülmittel vom Öl zu befreien. Und im Anschluss können Sie diese mit Descosept Spezial, das ist ein Desinfektionsmittel, was nicht auf alkoholischer Basis herrührt, desinfizieren. Diese Desinfektionsmittel, das gibt es auch als Tücher, sind ebenso gelistet. So, jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen die Anwendung des Pneumatrons ein wenig näher bringen konnte. Sie haben gesehen, wie einfach die Anwendung ist. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen brauchen, können Sie uns jederzeit telefonisch kontaktieren. Auf Wiedersehen!